Ampel noch rot, Feld kommt hier bei Start und Ziel, jetzt unter Grün, Müller war früh ausgeschert in der Mitte, das wird sich die Rennleitung anschauen, aber dadurch macht er natürlich einen Move nach vorne, der wird auf 2 gehen, starkes Ding, aber sehr, sehr früh losgefahren, eng verbremst sich ein bisschen, das haben wir gestern schon mal gesehen von Luca Stolz, aber er kann sich behaupten und dahinter Shepherds, richtig Götz involviert, Sven Barth fährt, beziehungsweise maximal Hackländer fährt außenrum, dann steht das 20er Zaxby Auto. Also da war relativ viel los. An der Spitze geht's munter weiter. Wir sehen Götz, der den Nissan von Remo Lips bzw. Marc Gassner vor sich hat. An der Spitze ist es aber eng. Der hat freie Sicht nach vorne und hinter dem Porsche von Sven Müller. Den haben wir gerade noch gehört. Der wird aufs Podium fahren wollen. Ist aktuell Zweiter. Guten Start. Vielleicht sogar einen Tick zu früh hingelegt. Wir müssen da die Bestätigung einfach nur lesen. Sven Müller wird 5 Sekunden länger in der Box stehen bei seinem Boxenstopp. Der Fahrerwechsel zu Robert Renauer wegen der nicht korrekten Startposition. Eng kommt jetzt rein. Und genauso macht das Van der Linde und auch Haase. Einzigst Winklock bleibt draußen. Der Audi fährt los und dann kommt erst der BMW. Die fahren jetzt hier Seite an Seite aus der Boxengasse raus. Ist das vielleicht schon eine rennentscheidende Situation? Beschleunigt da Pommer besser auf dem Weg zur ersten Ecke. Aber Katzberg hat die innere Spur. Jetzt muss es da irgendwie rumgehen um diese erste Ecke. Das hat geklappt. Ja. Jetzt gibt es die Meldung der Rennleitung, dass die 42 und die 3 die Position wechseln muss. Also man ist der Meinung, dass da Schnitzer den BMW von Nicky Katzberg in die Fastlane hineingeschickt hat. Hier gibt es einen Platztausch. Da geht der Mannfield der Mercedes vorbei. Oh, es geht, ja, da gab es da noch einen Treffer. Da gab es einen Treffer auf das Rad vorne links von Jules Gounon, ja, der den 99er Porsche von Robert Renauer trifft. Und erneut ist die 99 leider draußen. Ja, da macht Renauer die Tür weit auf und dann fährt Gounon da innen rein. Jules hat die Ecke, Lücke gesehen. Aber da war Platz, da war eine wagenbreite Platz. Also wenn Renauer so weit rausfährt, darf er sich nicht beschweren, wenn einer innen reinfährt. Einmal noch hochbeschleunigen, 2 Gänge, bis die Ziellinie erreicht ist für Markus Pommer. Und damit gewinnt die Austmannschaft am Nürburgring. Erneut siegt Audi am Sonntagsrennen am Ring. Aust ist es diesmal. Platz 2 für die BMW-Schnitzermannschaft mit Nicky Katzberg und mit Philipp Eng. Tolles Ergebnis, tolles Rennen.